Propheten, Bücher oder Propheten. Der Prophet Jeremia ist von Gott berufen worden. Berufen worden, das Königreich Juda zur Umkehr zu bewegen. Weil die Menschen haben den Bund mit Gott gebrochen. Aber sie haben, anstatt auf den Jeremia gehört, ihn verfolgt. Und so spricht Gott: Schaut, es kommt eine Zeit, da schließe ich mit eurem Bund. Er wird anders sein als der Bund mit den Vorfahren, als ich sie an die Hand genommen habe und aus Ägypten rausgeführt habe. Aus der Freiheit. Früher, als der Mose ihnen auf steinerne Platten meine Gesetze gebracht hat. Sie haben den Bund gebrochen. Und der neue Bund schließt sich so: Ich lege mein Gesetz in ihr Inneren. Ich schreibe es auf ihr Herz. Keiner wird mehr von den anderen müssen lernen, sondern ihr all, gross und klein, werdet mich, euer Gott, in eurem Herz erkennen. Der Jeremia ohne Sagen, ohne Sagen, lebt einer, der nur auf schwache Menschen vertraut und sein Herz Gott nicht öffnet. Es ist wie ein kahler Strauch in der Steppe. Ohne Regen, in salzigem Land, im Sand von der Wüste. Ein Segen für sich und andere ist, wer sich auf Gott verlässt. Es ist wie ein Baum, wo am Wasser gepflanzt ist und seine Wurzeln zum Bach streckt. Auch wenn die Hitze kommt, bleibt er voll Saft und seine Blätter sind grün. Er bringt seine Früchte mitten im trockenen Jahr. Ohne Segen lebt einer, wo nur auf schwache Menschen vertraut und sein Herz Gott nicht öffnet. Gott hat also, wird einen neuen Bund machen, der im Herzen von jedem ist. Der Mose hat weit draussen und langsam uns näher und näher. Was sind denn das für Gesetze im Herzen? Intrinsische Gesetze. Im 6. Jahrhundert vor Christus hat der König Sidkia, das kleine Königreich Juda, regiert.
Er ist kein guter König gewesen. Und er hat nicht auf den Prophet Jeremia gehört. Es hat Krieg gegeben mit dem Königreich von Babylon. Mit dem König Nebukadnezar. Es hat schon mal Krieg gegeben mit dem. Zwei Jahre lang hat er die Stadt belagert. In Jerusalem sind die Lebensmittel knapp gewesen. Und eine Hungersnot ist ausgebrochen. Die Menschen haben kein Brot mehr gehabt. Der Nebukadnezar hat einen Teil der Stadt zerstört. Und im Schutz der Nacht ist der Zikia geflüchtet. Aber die Soldaten haben ihn verlassen. Und er ist von den Babyloniern eingeholt worden. In Jerusalem hat es keine Soldaten mehr gegeben, um die Bewohner zu beschützen. So haben sie den Tempel in Brand gesteckt. Und der Palast und die grösseren Häuser niederbrennt. Ganz Jerusalem ist in Flammen aufgegangen. Nur von den Ärmsten, die ärmsten Leute haben es in Ruhe gelassen. In Babylon, in einem fremden Land, unter fremden Menschen, fremde Menschen, die fremde Götter dient haben, haben die Auserwählten und den fremden Herren müssen leben und arbeiten. Trotz ihrem Elend und ihrer Trauer haben sie ihren Glauben festgehalten. Der Glaube an Gott, ich bin da. An den Flüssen Babylons. Da sind wir zusammen gesessen und haben brüllt, wenn wir an unser Zuhause gedacht haben, an Jerusalem. Wir haben unsere Harfe an die Ufer paddeln können. Stumm. Aber die uns gefangen gehalten haben, die von uns Sklavenarbeit verlangt haben, haben Lieder von uns gefordert. Sie haben gesagt, singet uns von Jerusalem. Aber wie können wir die heiligen Lieder singen in einem fremden Land? Wenn ich dich vergesse, meine Heimat, soll meine rechte Hand gelähmt sein. Meine Zunge soll am Gaumen kleben. Wenn ich mich nicht an dich, meine Heimat erinnere, du, meine höchste Freude. Der Jesaja war ein Prophet, der ungefähr 700 Jahre vor Jesus gelebt hat. In einem Traum, in einer Vision, in einem Tempel von Jerusalem ist der Prophet Jesaja von Gott berufen worden. Er hat gesagt, ich habe den Herr auf einem Königsthron sitzen gesehen. Der Saum von seinem Gewand hat den Tempel gefüllt.
Feuerschlangenengel, Seraphim, haben über ihn geschwebt. Jeder hat 6 Flügel gehabt. Mit 2 haben sie ihr Gesicht bedeckt. Mit den anderen 2 ihre Füße. Und mit 2 Flügeln sind sie geflogen. Und sie haben aneinander zugesagt, heilig, heilig. Heilig ist der Gott. Der Herr von der himmlischen Herrscher. Und voll mit Gottes Glanz ist die Erde. Türschwelle und Tempel haben bei ihrem Ruf gezittert. Und der Tempel hat sich mit Rauch gefüllt. Wehe mir, hat der Jesaja gerufen. Ich bin verloren. Wehe mir, weil ich bin ein Mensch mit unreinen Lippen. Und ich lebe inmitten von einem Volk mit unreinen Lippen. Und mit einem Auge habe ich Gottes königliche Macht gesehen. Einer von den Seraphim hat mit einer Zange eine glühende Kohle genommen, vom Altar. Ist damit zu Jesaja geflogen und hat sein Maul berührt. Deine Schuld ist dir vergeben, hat er gesagt. Da habe ich die Stimme vom Herrn gehört. Wen? Wer soll ich senden? Und wer wird für uns gehen? Da bin ich, habe ich gesagt. Sendet mich. Hat der Jesaja, so hat der Jesaja das Lied für die Verbannten gemacht. Das dürre Steppenland, das dürre Steppenland soll sich freuen. Die Wüste soll jubeln und blühen. Mit bunten Blumen soll sie sich schmücken und juchzen von Freude. Wir werden die Herrlichkeit von unserem Gott sehen. Eure Hände sind schwach, machen sie stark. Eure Knie zittern, geben ihnen Kraft. Sagt allen, die mutlos sind, fürchtet euch nicht. Schaut. Da kommt euer Gott und befreit euch. Dann werden die Blinden sehen und die Tauben können wieder hören. Der Gelähmte springt wie der Hirsch im Wald. Und wer stumm war, wird vor Freude jubeln. In der Wüste sprudeln Quellen. Im Steppenland strömen die Bäche. Der glühende Sand wird ein kühler Teich. Und grünes Schilf und Gras sprüßt, wo einst die gelben Wüstenwölfe gewohnt haben. Eine feste, sichere Straße wird es geben. Der Heilige Weg, wird man es nennen. All die Gott gerettet hat, gehen auf dieser Straße heim. Gehen singend und fröhlich zurück in die Heimat.
Und das Leid ist vorbei. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht Gott. Gefangenschaft ist zu Ende. Schaut, Gott kommt mit Macht. Er bringt die Verschleppten heim. So wie ein Hirt seine Herde zur Weide führt. Lämmer trägt er auf dem Arm und Mutterschaf führt er behutsam. Wenn einer müde ist, macht Gott ihn stark. Und die, die auf Gott vertrauen, schöpfen neue Kraft. Flügel bekommen sie. Flügel wie Adler. Der Gott spricht. Vergessen ist alles alter Leid. Ich erschaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Niemand wird mehr brüllen. Alles wird voll Freude sein. Wolf und Lamm wieder zusammen. Der Löwe frisst Heu mit Kuh. Keiner macht etwas Böses in innerer heiligen Stadt. Der Ezechiel. Unter den Verschleppten aus Juda war auch ein Mann. Der hat Ezechiel geheißen. Das heisst, Gott möge kräftigen. Im Land der Babylonier hat ihn Gottes Ruf erreicht. Und der Ezechiel ist ein Prophet geworden. In Träumen und Visionen hat er gesehen, was sich in der Zukunft abspielt. Und so hat er Gottes Botschaft verkündet. Sprich zu meinem Volk. Das lässt Gott euch sagen. Nicht um euren Willen handle ich, ihr Menschen von meinem Volk, sondern wegen meinem heiligen Namen. Der heilige Name, wo ihr weit entfernt habt. Unter den Völkern, überall, wo ihr hergegangen seid. Meinem Namen verschaffe ich wieder Ehre. Und die fremden Völker werden erkennen, dass ich Gott bin, mächtig über alle. An meiner Tat werden sie erkennen, weil ich hol euch aus allen Ländern und versammle euch und führe euch nach Haus, nach Heim. Ich gieße reines Wasser über euch aus. Dann werdet ihr rein von allem Bösen und allem Schmutz. Ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Ich nehme das Herz von Stein aus eurer Brust und schenke euch ein lebendiges Herz. Ich lege meinen Geist in euer Inneres, damit ihr versteht, was gut für euch ist und auch danach lebt. Dann werdet ihr für immer in meinem Land wohnen, dass ich euren Vorfahren gegeben habe. Ihr werdet mein Volk sein und ich werde euer Gott sein.
Ihr werdet mir nach sein und ich werde mit euch sein. Mein Volk sagt, mein Volk sagt und schreit, ausdrücknet sind unsere Beine. Unsere Hoffnung ist vorbei. Wir sind verloren. Aber Ezechiel, stell dich als Prophet her und sag ihnen, so spricht Gott. Ich öffne eure Gräber und hole euch, mein Volk, aus euren Gräbern auf. Ich bringe euch zurück in die Heimat. Dann werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Ich hauche euch meinen Geist ein. Dann werdet ihr lebendig und ich bringe euch wieder in eures Land. Dann werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Ich habe gesprochen und du führst es aus. Der Ezechiel sagt, eine Vision. Ich habe gesehen, wie unter der Türschwelle vom Tempel eine Quelle hervorspringt und ins Tal abfließt. Die Quelle ist ein grosser Fluss geworden. Dort, wo der Fluss hergeht, wird alles gesund. Und die Fische schwimmen umeinander. Dort, wo totes und bitteres Wasser war. Fische stehen am Ufer vom neuen lebendigen Wasser und tröchen ihre Netze. Nur die salzigen Tümpel bleiben, so wie sie sind, damit man weiterhin Salz aus ihnen gewinnen kann. An den Ufern vom Fluss, wo weiterhin strömt, wachsen Bäume, die das ganze Jahr grün sind. Ihr Laub verwelkt nicht und ihre Früchte wachsen immer zu. 12-mal im Jahr kann man sie ernten, weil das Wasser, das die Wurzeln nährt, kommt vom Heiligtum. Die Früchte der Bäume geben Nahrung für die Menschen. Und die immergrünen Blätter haben Heilkraft. Das nächste Mal kommt die Geschichte vom Jona. Von Gott kann man nicht davonlaufen. Und amix schickt einem der Gott dort her, wo man gar nicht her will. Aber Gott glaubt an ihn und hat grosse Geduld. Oft wird ich gefragt, ob ich an Gott glaube. Ja, sicher. Dann frage ich zurück, und glaubst du an Gott? Dann sage ich, nein, sicher nicht. Und dann sage ich, ja, Schindli, glaubt Gott nicht an dich?